Hi und herzlich willkommen zu einer sehr, sehr typischen Aufgabe, wie sie in der ZK sehr gerne abgefragt wird. Thema Ableitung und Steigung. Ihr seht schon, wir haben hier eine Funktion dritten Grades, so eine typische kubische S-Form sehen wir da. Die Funktionsvorschrift ist auch gegeben und wir sollen zuallererst mal die Ableitung an der Stelle 2, also grafisch interpretiert, die Steigung bei 2 bei x gleich 2 ausrechnen. Und ihr seht schon, bei der 2 steigt mein Graph gerade nach oben. Das heißt, meine Ableitung, meine Steigung muss da positiv sein. Das sieht man immer daran. Bei fallenden Graphen ist die Steigung in dem Moment negativ, bei steigenden ist sie in dem Moment positiv. Probieren wir es mal. Ihr müsst da wissen, bei der a, wenn jetzt gesucht ist, die Ableitung bei der 2, wie man überhaupt ableitet. Und das ist ganz leicht. Ihr nehmt euch die Funktion und dann zieht ihr einfach den Exponent mit mal nach vorne, also 3 mal 1/2 x, und dann macht ihr ihn 1 kleiner, also hoch 2. Beim nächsten Summanden machen wir das Gleiche. Ein x hat unsichtbar sozusagen immer ein kleines hoch 1 da dran stehen, wenn da nichts steht. Also ziehen wir eine 1 nach vorne, 1 mal 1/2, dann wird es sozusagen zu x hoch 0. Aber alles hoch 0 ist eine feste Rechenregel, ist immer 1. Das heißt, da steht minus 1 mal 1/2 mal 1. Das kann man sich aber auch alles sparen. Und dann bleibt nur minus 1/2 stehen. Das heißt, ihr könnt euch merken, bei Sachen, wo ein x dranhängt, so wie hier, minus 1/2 x, da bleibt nur der Vorfaktor vom x stehen. Das x fällt einfach weg. Und normale Zahlen, wie hier die 1, die fallen automatisch komplett weg beim Ableiten, weil ihr euch da immer vorstellen könnt, dass das minus 1 mal x hoch 0 ist. Und wenn ihr eine 0 mit mal nach vorne holt, steht da 0 mal 1 x hoch minus 1. Naja, und alles mal 0 ist sowieso weg, ne? Also merkt euch, normale Zahlen fallen beim Ableiten weg, x'e fallen beim Ableiten weg und alles andere wird mit dieser typischen Exponentenregel abgeleitet. Zusammengefasst habe ich also 1,5 x² minus 0,5. Tja, und jetzt soll ich f' von 2 berechnen. Das ist dann 1,5 mal 2 hoch 2 minus 0,5 und das ist 1,5 mal 4 minus 0,5. Das ist 6 minus 0,5 und das ist 5,5. Und damit ist die erste Aufgabe schon geschafft. Die nächsten beiden sind schneller gemacht, leichter. Zumindest die dritte. Die zweite ist auch relativ flott, aber vielleicht nicht unbedingt einfacher. Da soll man jetzt die Stellen, also Stellen heißt immer die x-Werte berechnen, an denen der Graph von f die Steigung 1 hat. Das heißt, das machen wir jetzt andersrum als gerade. Hier wollten wir die Steigung bei x gleich 2 wissen. Jetzt wissen wir, die Steigung ist 1, aber wir wissen nicht, an welcher Stelle die ist. Also müssen wir bei der b ein x suchen, sodass die Steigung bei diesem x 1 ist. Und wenn wir die Ableitungsfunktion gebildet haben, ja, unser f', unsere 1,5 x² minus 0,5, na, dann können wir das einfach gleich 1 setzen. Und dann rechnen wir x aus, indem wir erstmal plus 0,5 nehmen. Auf den beiden Seiten, dann ist 1,5 x² gleich 1,5. Dann teilen wir durch 1,5 und dann ist x² gleich 1. Wir ziehen die Wurzel und dann kommt für x entweder plus oder minus 1 raus. Weil die Wurzel aus 1 hat zwei Lösungen. Immer hat es eigentlich zwei Lösungen, außer bei der 0. Und dann wissen wir, okay, es gibt zwei Stellen. Sowohl bei x gleich minus 1 als auch bei x gleich plus 1 hat die Funktion, hat also der Graph von f, wenn man es pingelig beschreiben will, die Steigung 1. Und das kontrollieren wir mal eben kurz noch in der Grafik, ob das auch Sinn macht. Ich füge uns hier oben nochmal kurz diese Abbildung, die wir hatten, ein und ich empfehle euch auch wirklich, wenn ihr irgendwas ausgerechnet habt, einmal mit der Grafik zu checken, wenn ihr eine habt, ob das, was ihr ausgerechnet habt, Sinn macht, gerade im hilfsmittelfreien Teil. Macht es also jetzt Sinn, dass der Graph bei minus 1 und bei 1 die Steigung 1 hat? Schauen wir uns die Stellen einfach mal an. Minus 1 als x-Wert ist hier der Punkt auf dem Graphen, 1 als x-Wert ist hier der Punkt auf dem Graphen
Und wenn die Steigung da wirklich 1 ist, dann heißt das, dass ich da eine Tangente anlegen kann, die Steigung 1 hat. Und das sieht hier sehr gut aus, ne? Ebenso klappt das hier auch gut. Ich sehe schon, die Graphen von den linearen Funktionen, die ich eingezeichnet habe, von den Tangenten, gehen immer einen Schritt zur Seite, einen hoch, haben also Steigung 1. Und das passt, dass das hier die Tangente ist. Und diese momentane Steigung, ne, f' an einer Stelle, ist immer auch die Steigung der Tangente an dieser Stelle. Also, check, wir haben es geguckt mit der Skizze. Skizze passt. Behaltet das im Hinterkopf für eure ZK. Ja, und dann kommt noch die letzte Aufgabe. Und die letzte Aufgabe ist jetzt wieder eine freundliche Geben-Sie-An-Aufgabe. Angeben ist echt der beste Operator, der heißt nämlich eigentlich einfach hinschreiben. Ohne Erklärung, ohne Rechnung. Wir sollen die Koordinaten, also x und y, von einem Punkt angeben. xa ist der x-Wert, ya der y-Wert, sodass die Ableitung von f an der Stelle xa negativ ist. Was haben wir schon gelernt? Naja, da wo ein Graph steigt, ist die Ableitung positiv, also zum Beispiel hier oder hier. Und ein Punkt, wo die Ableitung gerade negativ ist, also wo der Graph gerade fällt, das wäre gut, hier in dem Bereich zu suchen, also da zum Beispiel beim y-Achsenabschnitt. Also negativ wäre zum Beispiel die Steigung am Punkt, ich sage einfach mal p, 0 minus 1. Für eine ähnliche Aufgabe, wo es um Steigung geht und clevere Interpretationen, schaut mal hier rein. Auch sehr typisch für die ZK und generell schaut euch auch mal die Playlist zur ZK an. Da gibt es ganz viele Aufgaben, auch aus den alten ZKs. Und wenn ihr die alle durchgeht, dann kann nichts mehr schiefgehen. Ciao, viel Erfolg!